Artikelnummer SCP-018, Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-018 ist in seiner metallenen Spezialhalterung innerhalb eines 1x1x1 Meter großen, versiegelten und mit einer schweren Kunststoffpolsterung ausgekleideten Kastens zu verstauen. Dieser versiegelte Kasten wird in die Mitte eines 10x10x10 Meter großen Tanks getaucht, welcher mit einem auf Polyethylen basierenden Gel gefüllt ist. Im Fall, dass SCP-018 aus seinem Kasten ausbricht, verlangsamt das Gel die Bewegung so weit, dass das Verwahrpersonal das Objekt wieder ordnungsgemäß in Besitz nehmen kann. Personal, welches die Verwahrkammer von SCP-018 betritt, muss sich mit einem Atemschutzgerät und einer Spezialpanzerung, die im Innern des SCP-018-Beobachtungsraums zu finden ist, ausrüsten, bevor es in den Polyethylentank abgelassen wird. Sollte SCP-018 außerhalb des Polyethylentanks freikommen, wird dem Personal empfohlen, sich in einem anderen Raum in Sicherheit zu bringen und alle Türen und Luken zum Zweck der Isolierung von SCP-018 zu schließen, solange bis ein Verwahrungsteam eintrifft. Beschreibung: SCP-018 besitzt das Aussehen eines Superballs der Firma Wham-O aus dem Jahre 1969. Es hat einen Durchmesser von 6 cm und ist rot gefärbt. Es wurde entdeckt, dass die Firma angeheuert wurde, um ein Lagerhaus auszuräumen, welches Wham-O Waren enthielt. Es wurde festgestellt, dass SCP-018 in der Lage war, in extreme Höhen zu hüpfen. Man hielt das Objekt zunächst für erfreuliches Kinderspielzeug, da SCP-018 einen Wirkungsgrad von über 200% beim Springen aufweist. Das heißt, wenn es einen Meter fallen gelassen wird, würde es 2, dann 4, dann 8 und dann 16 Meter in die Höhe springen. Der Ball wurde schnell zu einem gefährlichen Projektil und erreichte Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Es kam zu mehreren Fällen von Eigentumsbeschädigung und 5 Bürger von wurden verletzt. Nach einigen Tagen kam es im nahegelegenen See zur Ruhe und wurde dort von SCP-Personal geborgen. Aufgrund der Geschwindigkeit des Objektes, mit der seine Opfer überrascht wurden, wurde keine Vertuschungsgeschichte benötigt oder initiiert. Dokument Nummer 018-04. Nachricht an O5. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Der Grund, warum ich Ihnen schreibe, ist, weil ich glaube, dass ich eine effektivere Methode gefunden habe, um neue oder ausgebrochene SCP-Objekte zu beschaffen. Ja, ich weiß, dass wir noch keine Fortschritte damit gemacht haben, herauszufinden, was es diesem Objekt erlaubt, die Gesetze der Thermodynamik zu verletzen. Aber wir haben eine effektive Methode entwickelt, um eine der neuen SCP-A5-Rüstungen mit SCP-018 zu kombinieren. Hören Sie kurz zu. Wir implantieren das Objekt in die Sohle eines Stiefels, improvisieren eine kleine mechanische Gerätschaft und tada! Die Rüstung ist jetzt in der Lage, über ein Gebäude zu springen. Darüber hinaus sagen wir, der Träger richtet seinen Fuß gegen etwas, das er tot sehen möchte. Nun sagen wir einfach, dass er einen höllischen Tritt austeilen kann. Ich benötige lediglich die Erlaubnis, eine der bereits existierenden SCP-A5-Rüstungen zu modifizieren und schon können sie und alle anderen ausgebrochenen SCP-Objekte einfangen. Vertrauen Sie mir. Wann habe ich Sie in der Vergangenheit enttäuscht? Dr. Dokument Nummer 018-06. Nachricht an Dr. Dr. Nach der Zuweisung wurde Ihre modifizierte SCP-A5-Rüstung an Agent ausgegeben, um SCP einzufangen. Und die Ergebnisse sind gemischt. Agent war zwar in der Lage, das Halsband auf SCP zu platzieren, es durch den Amazonas zu verfolgen und durch Zerstückelung sicherzustellen, aber aufgrund einer Fehlfunktion ihrer kleinen mechanischen Gerätschaft wurde er jedoch fast 1,5 Kilometer hoch in die Luft geworfen und zog sich beim Aufprall auf dem See 2 gebrochene Beine, 7 gebrochene Rippen und einen Schädelbruch zu. Weiterhin verlor der gute Mann einen Arm dabei. Sie werden das in Ordnung bringen, bevor ich Ihre Rüstung für den allgemeinen Gebrauch autorisiere. Dokument Nummer 018-11. Nachricht an O5. Keine Sorge, es wurde repariert. Aber ich habe noch mehr Ideen. Wenn mir die Verwendung von etwas Wasser aus SCP-006, SCP- und möglicherweise SCP- gestattet werden kann,
kann ich Ihnen eine SCP-A5-Rüstung und einen Agenten zur Verfügung stellen, welche in der Lage sind, jedes, wenn nicht sogar alle entkommenen oder noch nicht gefundenen SCPs sicherzustellen. Ich warte nur auf Ihre Zustimmung. Dr.